Lobsonkenbahnhof Bilbien präsentieren euch Le Quiz. Bienvenue pour cette nouvelle édition de Quiz. On va tenter de faire gagner quelques personnes avec des bons ou alors avec une corbeille magnifique du centre Bahnhof Bilbien. Ja, die Idee ist im Quiz, von der Liebe zusammen mit dem Centre Bahnhof Bilbien, dass wir heute noch gewinnen. Alors, on va voir si c'est aussi simple que ça. Parce qu'il y a des questions. Il faut répondre aux questions. Et en plus, on a le petit chrono avec 20 secondes à disposition. Premier Matin, jetzt gesehen, ob das denkbar ist, machbar ist. In 20 Sekunden, 5 Fragen richtig beantworten. Also, ich bin sehr, sehr froh, eine Kandidatin gefunden für unsere Sendung. Sie trouvé une Kandidatin. Und wie heisst sie? Chiara Fossi. Chiara. Ok, genau. Chiara, qui va tenter de répondre à différentes questions. So, die Idee ist ganz einfach. Mit fünf Fragen. Wenn nach vier Fragen alle sie richtig beantwortet wurden, haben sie schon einen super Code für Kunden von Solmano Bilbien. Und ich gehe sie weiter für einen Gutschein im Wert von 100 Franken. Super. Ja, also, super. Aber c'est pas si simple que ça, parce qu'il faut répondre correctement à ces questions. Dann 20 Sekunden pro Frage, die richtig beantwortet. Also, ist gut. Ein bisschen Stress. Ja, ist gut. Also, es wird ein bisschen geschwitzt. Darf ich noch Joker haben? Nein, kein Joker. Alle, sind wir bereit? Gut, ja. Allez, c'est parti pour la première question. Die erste Frage ist richtig oder falsch. La première question, c'est vrai ou faux. Allez, c'est parti. Kann man mit dem Schiff vom Bielsee et de Neuburgsee fahren? Ist es possible de passer du lac de Bienne au lac de Neuchâtel? Ist richtig. Ja, weiss man, wie das heißt, der Kanal. Ist das ein Ziel? Genau, ja, donc okay. C'est même près de pas deux points. Mais c'est vrai qu'on peut passer effectivement du lac de Bienne au lac de Neuchâtel grâce au canal de la Thierry. Super, hein? Super, donc, ça, ça, hein, gratte une spante. Hein, c'est facile, exactement. Ouais, c'est, donc il n'y a pas de souci, ça a l'air de bien se présenter. Écoute, jetzt, die zweite Frage. Redet ihr verschiedene Sprachen? Parlez différentes langues? Ja, Englisch, ja. Deutsch, Französisch. Ja, okay, so ein bisschen, ja. Allemand, was Français, man in der Schweiz macht, ja, ja. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je vais en Suisse, n'est-ce pas? Fait plus la magie, hein? OK. Also, das sind wir bereit für die zweite Frage. On est prêt pour la deuxième question. Welche sind die Amtssprache in Biel? Quelles sont les langues parlées à Bienne? Deutsch und Französisch. C'est un petit peu simple. Deutsch und Französisch, Allemand, Français, ça paraît assez logique. Plus die andere ja, Nationalitäten, von vielleicht noch andere Sprachen reden. Ja, mais ça, ça compte pour le jeu du quiz. Gut, jetzt geht es ein bisschen richtig, ja, richtig ein bisschen Sport. Tut ihr Sport? Ich bin du Sport vous-même. Ja, ich mache Sport. Was denn? Eishockey. Eishockey, genau. Ah, cool. Un petit peu de Eishockey pour madame. Ah, du hockey sur glace, c'est vrai que maintenant, ça serait pas mal, parce qu'il fait un petit peu chaud ces derniers temps. Dann sind wir wieder in der Frage, richtig oder falsch. Hein? Das wäre schon die dritte Frage, donc la troisième question. Vrai ou faux, jetzt starten wir. Skistar Wendy Holdener wohnt in Ipsach. Ist das richtig oder falsch, que la star du Ski Wendy Holdener habite à Ipsach? Falsch oder richtig? Vrai ou faux? 50-50. Schickfrage. 3 Sekunden. Eigentlich wohne ich in Ipsach, aber... 3 Sekunden. Falsch. Es ist leider... Eine falsche Antwort, weil das wäre richtig. Ah, richtig, okay, oui. Das effectivement, okay. Elle habite à Ipsach, respectivement. Son ami est également de la région, son Freund, Chef von der Region. Aber trotzdem, ich habe mitgemacht, es war so ein Sport, irgendwie so ja, Fragen das, beantworten. Das stimmt, das war ein bisschen schwer. Mit Frau Eishockey spielen wir auch gleich verlieren, oder ja, nicht? Das ist so. Alors, okay, oui. Man gewinnt sich. Une défaite peut aussi être une victoire, parce qu'elle permet peut-être de s'améliorer une autre fois. Alors, on saura si prochainement il y aura un autre gagnant, une autre gagnante, c'est ainsi du quiz für heute. Allez, soyez tout. Pour le quiz d'aujourd'hui, à bientôt, bonne semaine, macht's gut. Le quiz ist euch präsentiert worden vom Coop Centre Bahnhof Bilbienne.